Hey Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin der Daniel P. So, wir heißen euch willkommen zurück zu Mario Luigi Super Saga. Im Witztempel, schon wieder. Komm, da ist noch ein Gegner, den schnappen wir uns. Alles klar. Komm, Daniro, du sagst mal, was im letzten Part so passiert ist. Wir sind getrennt worden und mussten durch diesen blöden Tempel erlatschen. Aua. Und du wurdest getroffen. Und ich war, bin einmal gestorben im letzten Part. Deswegen heil ich mich lieber jetzt. Ja, heil dich jetzt mal lieber. Heil dich! Los, heil dich! Heil dich, du Sau! Boah, aber bisher sich. Boom. Oh nee. Oh. Was, wie Kette unterbrechen? Wenn ich hier stirb, kann er nicht mal. Kann nicht mehr seine scheiß Urmenschen zum Leben erwecken. Oh. Also halt. Kann die ganz überleben, ne? Ja. Gott. Schlock. Und du. Und du. Und du. Und du. Und auch du. Ich habe eigentlich die ganze Zeit runter und rechts gedrückt, aber irgendwie. Das will dann irgendwie nicht so. Oh, hast du das gesehen? Ich weiß, es ist sehr schwer zu reagieren, wenn ich mit Vollspeed drehe, ne? Ja, aber kannst ruhig machen. Ich kann mal sehen, wie viel er abzieht. Also, das zieht echt viel ab, ey, wenn ich jetzt mit Vollspeed schaffe. Aber leider ist das Risiko einfach höher, dass ich jetzt nicht schaffe. Da habe ich Angst vor, weil manchmal muss man ganz schön tief in sich gehen, um seine Probleme zu lösen. Da habe ich Angst vor. Ja, gehe ich für dich endlich. Da ist mal überlegt von worden, aber war. Nein! So ein Fisch, der an Land. Ja, wie so ein kleines Carpador. Du bist jetzt mein Carpador. Wenn ich diesen Move verkacke. Carpador ist sehr mächtig, Alter. Was denn? Ja, der voll wieder abgezogen. Alter! Ich bin hingefallen. Ein Sprung im Erbsen bei denen? Ich glaube ja. Scheint so. Wunder, warum die so lange überleben. So. Bohne. Hol sie aus dem Boden raus. Hol die Bohnen raus. Ja. Okay. Mal jetzt. Tausch wieder mit mir. Ah, nee, halt, hier geht's wieder runter. So. Hier geht's weiter. Na, Gott sei Dank. Wo kommt er? So, ich hab doch gesagt, dass ich weiß, wo es lang geht. Er weiß, wo es lang geht. Ja, ich weiß. Er weiß es einfach. Ja. Das war cool. Hat geklappt? Ja. Ist da nicht irgendwie ein Kommando oder so kommen? A und B drücken. Aber ich will da irgendwie den Kommando aufkloppen. Weil ich ja die ganze Zeit ja gar nicht auf Knopf oder Zeitlupe spiele. Ja, ich war auch nicht angekommen, auch die Kommandos angezeigt. Da auch. Uah. Was wie auf mich zukommt, geh weg. Was wie auf ihn zukommt. Zuckerwatt. Ist es nicht, es ist giftig. Ja und? Es kann dich vergiften. Ja und? Und dann kannst du sterben. Ja und? Was? Es ist immer noch Zuckerwatte. Es ist aber giftig. Oh no. Oh no. Ach, nee. Ich hab mich zwischen euch Man muss dich zwischen uns stellen. Mario, pass auf. Ja. Dann fang ich so einen Koopa ab. Ich doch mich. Aua. Oh mein Gott, er ist voll auf dich gegangen. Alter, der wollte voll auf mich gehen. Hast du das gesehen? Ich wollte lieber erst wieder gehen. Ja. Schwinge er mich. Ja. Jetzt! Ich glaube, ne, warte, ich glaube, wenn dieser Ring kleiner wird und man dann drückt, ich glaube, dann kann man Items klauen. Immer normal. Ja, nimm dir einen. Gönn dir einen. Oh, Moment, hast du ja schon.
Ich sehe da irgendwie niemand auftauchen, da ist irgendwie das. Also irgendwie hat mich irritiert. Ja. Ja. Da ich dunkel einfach nichts bringe. Wenn du halt schaffst. Also, das ist für später, wir müssen jetzt erstmal hier lang. Jetzt haben wir nicht. Mein Gott, was für penetrante Typen. Ich wette, bei Frauen habt ihr einen schweren Stand, oder? Naja. Ey, sag mal. Ich würde sie am liebsten jetzt mit dem Hammer verprügeln. Aber irgendwie hat er ja recht. Irgendwie oft haben wir schon Peach gerettet. Ja, genau. Weißt du, was du gekriegt hast, war nur einmal ein Kuchen oder so. Ich hätte jetzt gerne. Au. Ich hätte jetzt gerne einen Kuchen. Heil uns bitte mal beide. Nuss. Super Nuss. Ja, super Nuss. Vier von den Dingern. Ja. Hm. Oh, mit Schale. Lecker. Oh. Warum? So. Elefanten essen die auch mit Schale, ne? Ja, ich glaube ja. Ich gehe nicht. Ich hab noch nie. Ich hab keine Ahnung. Ach, mir ist zu früh. Schale von Äpfel ist ja auch gesund, ne? Ja. Aber viele essen die irgendwie ohne Schale. Schale? Ja, man kann ja bei Äpfeln ja, kann man ja die Schale ja mitessen. Ja. Ist denn, ob das so gesund ist, das ist eine andere Frage im Moment. Oh, echt, ey. Soll leicht eingehen sollen. Ja, das ist egal. Oh Gott. Oh. Also der bufft sich halt nicht willwürdig in seinem Angriff. Er verändert halt nur seine Attacke. Ja, irgendwie schon. Na, zum 18 ab, geil. Ja. Yes. Aber keine Abgang. Naja, es ist ein bisschen, als wäre, wenn du angegriffen wirst. Schneller! Verdammt. Verdammt. Block. Bist du denn? Block. Der fliegt hoch. Wen geht er? Nix da. Bleib mal weg. Mann. Es ist irgendwie immer gleich, wenn wir irgendwie Mario-Spiele spielen. Irgendwie am Anfang, in den ersten paar Stunden geht noch, aber dann irgendwie tut mich mein Reaktionsvermögen oder so. Irgendwie. Ja, das liegt einfach daran, weil wir zu wenig zocken, ey. Das ist auch immer bei den ganzen Mario-Spielen. Irgendwie am Anfang schaff ich noch zu überleben und dann irgendwie am Ende nicht mehr. Ja, dann tue ich mich irgendwie in Abgrund zu stürzen. Also, so, bin schon hier. Vorher aufgefallen. Denn ich frag mich, woran das liegen könnte. Denn. Mario, er ist kaputt. Ja. Oh, jetzt hab ich's kaputt gemacht, ich blöde Kuh, ey. Schlag mich in den Grund. Ja. Hit me to the ground. Das ja, wusste ich ja näher nicht, ja? Nicht, wir sind doch hier voll die Erfolgreichen hier. No. Komm, mehr. Oh, scheiße! Nochmal! Das hat nicht gezählt. Das zählte nicht. Ihr habt es nicht gesehen. Das war der falsche Knopf, glaube ich. Ihr habt den falschen Knopf gedrückt. Das habt ihr nicht gesehen. Alle gesehen. Scheiße. Verdammt. Kennt ihr diesen einen Typen? Der hat auch gesehen. Dieser eine Typ? Oh nein, nicht der. Nein! Ha! Jetzt haben alle gesehen, was für ein Versager du bist. Nein! Nein! Ah. Hör auf, die Suppe mit Scherz zu schlagen. Ich hau die Suppe kaputt. Wir müssen, da müssen wir nicht hin. Nein. Hier lang. Ja, hier lang. Wir müssen die Suppe aufkochen. Komm her. Was? Oh no! Da ist er aus, als wäre der abgestürzt. Der ist auch gerade abgestürzt. Er ist in seinem Leben. Maximum Overspeed. Maximum Overdrive. Ha! Hat doch funktioniert. Ja. Hier. Hier. Overdrive. Habe ich die Dinger mit meiner Dingensattacke? Mit der Wirbelattacke, ich glaube ja. Ich bin schon überrascht, dass wir noch keine SGV vermasselt haben.
Ja, du kannst halt ja schlecht vermasseln, du musst einfach nur wie ein Irrer drücken. Ich muss nur wie ein Irrer drücken. Da hatte ich bisher noch nicht das Timing. Ein einziges Mal vermasselt haben. Das ist irgendwie erstaunlich. Ja. Aber der Move ist auch relativ leicht zu erlernen. Ja. Und Mittelfinger. Dieser Mittelfinger, Junge. Oh no! Er war zu schnell. Ich konnte nichts dagegen tun. Ich liebe diese Attacke hier. Am Anfang konnte ich sie einfach nicht. Oh mein Gott. Anscheinend immer noch nicht. Aua! Ey, was soll das? Ich hab doch gedrückt! Oh nein. Oh nee. Ihre 1 HP wurden geheilt. Nein, nicht der 1 HP. Wie können Sie es wagen? Müssen Sie ausschalten? Müssen Sie umbringen? Komm, also was? Die schnappen wir uns. Du machst ja voll den Sonic-Move hier. Sehr schön. Hm. Aha. Extra. I got it. Du musst den und den drücken, um das zu machen. Haha, I got it. Hab's kapiert. A. B. Bam. Alter, 115 Schaden, ey. Geh weg. Super. Und? Skidush. Ja, ich wollte schon sagen. Also, du hältst voll den Mittelfinger hoch. Ja. Mittelfinger. Die ganze Zeit. Hier, da. Plus 3. Hier, wer wird dir einfach alles egal ist, einfach Mittelfinger zeigen? Oh. Was ist denn gehauen? Mitten aufs Gesicht. Oh, mitten ins Gesicht, ey. Komm, den schnapp ich mir jetzt. Ja, Zeit auszugehen, wo er ist. Okay. Ah, ich weiß, wann das extra mal kommt. Was? Nicht? Ja, da hättest du B drücken müssen. Okay. Wenn der Angriff zu Ende ist, musst du B drücken. Also. Was? Wie überlebt? Pass auf, ich schläg nochmal zu. Alles klar. Also, wenn der Angriff vorbei ist, musst du bilden. Jetzt! Ja, also gut, dann können wir wenigstens nicht so vermasseln. Der Angriff wird so oder so auf. Ich krieg noch neu. Er kriegt's noch hin, Leute. Er kriegt's noch hin. Ich krieg's noch hin. Ja, er kriegt's noch hin. Ja. Ja, er kriegt's noch hin. Ja, nee, oder lernt. Ja, er lernt. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber er lernt. Zwar langsam, aber. Aber er lernt. So. 100 Verteidigung. Boah. Ist zwar nicht so viel wert wie 100. Wie über 100 Angriff, aber trotzdem. Auf 5. Okay. Eine Dry. Denn die haben ihn gewählt, um zu lenken, nicht um zu denken. Da an. Spring ich erstmal hoch. Oh, hier ist noch was. Alter. So leer. Ich will das nicht anzünden. Die Suppe wurde angezündet. Ich hab die Suppe angezündet. Die, was auch immer dafür eine Suppe ist. Eine Suppe mit Scherzsud. Ist genug, meinst du alles gesund? Ich glaub nicht. Ich glaub, die sollten wir nicht essen. Ich
weiß, du möchtest ja unbedingt davon naschen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das gesund ist. Ja, Suppe, die Windhosen herstellen kann. Ja. Wir müssen zurück. Kurz zurück, hier? Nein. Wechsel ist mal wieder den Platz. Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir sind, ehrlich gesagt. Ich weiß. Der Witztempel ist verwirrend. Jetzt trinkt er wieder. Er trinkt. Er trinkt und trinkt und trinkt. Hau mich mit Mama. Hau auf die Windhose. Oh, geil. Alle Kerzen sind auf, die ich gerade so schön angezündet habe. Aber dafür geht die Tür auf. Hau mich nochmal, bitte. Und nochmal. Alles klarchen. Alles klärchen, Wunderbärchen. Warum sind wir eigentlich nochmal hier? Wegen Peach. Und Bowser Miller, wir sollen doch hier die Sternenbunde abgeben. Ah ja, genau. Und falls ihr euch fragt, ich habe keine Ahnung, warum dein Fass ist. Oder warum das Strohrum nicht. Schon seinen Grund haben. Nee. Muss man da zurückgehen. Wenn nicht finden und. Pass auf. Versuch, ja. Ich weiß nicht, was du vorhast. Sollten wir nicht erstmal speichern? Ich glaube, wir sollten erstmal speichern. Warte. Ja, vielleicht auch. Muss mal gucken, ist hier irgendwann, muss da irgendwann sein. Hallo, da ist aber Hi, Boom. Ultrapilz. Hi, Boom. Ja, Boom, oh, guck mal, unsichtbarer Block. Oh, Lachbohne, oh, guck mal da. Nee. Jetzt soll ich auf einmal wieder gehen, ey, ne? So ist es also. Hä? Ist es so? So ist es also. Nein. Nein. Oh, scheiß drauf, ich speichere jetzt erstmal. Witztempel, 4. Stock. Alter, wir sind schon. Ich glaube, wir sind oben. Ganz oben. Ich glaube, ja. Ganz hoch hinaus. Ganz hoch hinaus. Hoch hinaus, ey. Da ist er. Ah. Mal so vor. Mach. Drück. Da hinten erscheint eine Brücke. Und wir müssen da jetzt schnell rüberrennen. Ah, okay. Dann renne er. Ja. Oh, wir haben es geschafft. Was muss aber von irgendwas sein, ne? Hereinspaziert. Ihr seid die Ersten, die bis nach hier oben kommen konnten. Nicht schlecht, ihr verdient eine Belohnung. Aber im Stehenregen ist so unbequem. Setzt euch doch. Für heute habe ich ein paar Freundinnen eingeladen. Wen soll ich rufen? Okay. Du darfst entscheiden. Soll ich ja einen Boss irgendwie ausruhen oder was? So. Ja. Grenzwalder, Lachbunder, Grölburger. Witzegard. Ich würde ja sagen Witzegard. Würde ich auch sagen. Oho, ihr habt ein Auge für wahre Schönheit. Witzegard! Man wünscht euch, dich zu sehen. Boah. Ich bin Witzegard. Dem Heimweg von der Arbeit macht es euch gemütlich. Also gibt alles, damit sich unsere Gäste wohlfühlen. What? Diesen Kampf habe ich tatsächlich geschafft zu glitschen. What? Wie ungehobelt. Okay, what? Oh mein Gott! Du sollst bezirzen. Ja, mich gerade bezirzen. Geh weg! What? Ey, und noch eine Sache. Es ist völlig egal, halt welchen du rufst, es ist immer derselbe Boss. Ja, eine andere Frisur oder was? Nein, immer der gleiche. Share your energy with me. Ich werde jetzt die größte Feuer-Gekidama machen überhaupt. Nein. Zwei und vier. Bam. Ah, sie brennt. Ja, ich mach mal direkt Dings noch runter. Ja. So, Mann, ich muss dreimal drücken, ne? Ja, dreimal. Oh, warte, Moment. Verdammt. Moment, das heilt sie! Egal, Verteidigung runter, oder? Oh, Vorsicht! Das würde dich packen, ne? Ne, Verteidigung ist nicht unten. Nein. Dann eben Feuer. Oh.
Hm. Hast du gerade meine Gegner da mal gesehen? Ja. Bei jedem davon treffen. Ja. Alter, wie viel Schaden das einfach macht. Ich würde Schlagbrüder machen. Ach, geile Schlagbrüder. Ah, verdammt. Oh, da ist sie wieder. Oh mein Gott, sie geht auf dich. Pass auf. Aber der mit dem linken Auge. Ja. Alles klar. Oh, ja, danke. Hier. Immer auf die los, ne? Ja. Oh. Ah, sie ist down! Was? So werdet ihr nie, meine Freunde. Ihr Wüstlinge, kusch, geht weg! Nee, du bist weg. Weißt du, wie das bei mir passiert? Hier ist, als ich diesen Boss geglitscht habe. Aber, also, es war so. Und der Boss ist verbrannt durch Brandschaden. Dann kam sie auf mich zu und ich habe ihr dann den Stab weggeschlagen. Und dann ist das ganze Spiel gecrashed, weil kein Gegner mehr da war. So war es gewesen. Kiha! Für heute ist der Betrieb. Für heute ist der Betrieb geschlossen. Ihr Säcke! Wieder was? Ihr Säcke! Die Schnappschmierer was? Naja, wie viele Minuten haben wir eigentlich? Wir haben 21 Minuten. Huh. Öffne er sich. So. War ganz schön einfach, der Boss irgendwie. Ja. Und wir wurden einfach getroffen. Nee. Sie kommen im Men. Dein Herr mit der Erdbohne. Leg sie auf dieses Gestell. Hm. Okay, wir werden im nächsten Part halt auch. Oh, ja. Wir überreichen jetzt die Sternbohne. Ja. Wo ich? Ja. Ich komme nicht weiter. Genau, leg sie hier hin. Dann machen wir. Falsche Sterne. Ach, ich habe euren Plan durchschaut. Das ist ein Imitat. Nein, er hat es durchschaut. Wo ist das Original? Weißt du das? Nein, Gott verdammt. Oh, nein. Warum habe ich das Original? Ich hätte das einfach bei dir lassen sollen. Das wäre ja nie passiert. Ihr Toren. Was für ein Ding? Oh mein Gott. Mario, ich habe ein Upsi gemacht. Du hast ein Upsi gemacht? Mach mal bitte die Tür auf. Irgendwie. Was ist denn der Schalter? Ja, also. Mein Bruder! Was ist passiert? Ja, da ist so gewesen und dann war der und dann war ich da und so. Oh. Warte, ich habe eine Idee! Was hat das zu bedeuten? Das finden wir raus im nächsten Part. Verdammt, ich sehe ja schon, wohin das führt. Also Leute, wir sind im Witztempel im Übergabezimmer. Wir haben versucht, ihn die falsche Sternbude unterzujubeln. Hat nicht funktioniert. Ja, aber was jetzt gleich kommt und was für einen genialen Plan der gute Mario hat, das sehen wir im nächsten Part. Bis dann und ciao.